Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Professional Pharma Cattle and Crops. So, ich habe gerade mal geschaut. Gerste. Hat 1,16 gekostet. Oder wir hätten 0,116 bekommen, wo wir das im Sommer geerntet haben. Jetzt sind es 0,151, also es lohnt sich. Da können wir also dann noch Getreide dann verkaufen. So, den klappen wir mal aus. Den, hoppsala, noch nicht. Jetzt machen wir den an. 3 Meter haben wir. So, da müssen wir noch ein bisschen rüber. So. So sieht das gut aus. Passt. So, dann säen wir mal los. Ich habe schon wieder das Vorgewende vergessen. Entschuldigt. Ja, hier grubbern wir direkt. Da haben wir auch schön die Zapfwelle, die da angeschlossen ist. So wie das gehört. Ja, da sind wir jetzt ein Weilchen beschäftigt, ne? Jetzt haben wir einmal das Feld hier. Das ist ja noch nicht so groß. Aber das nächste dann, das ist groß, aber da müssen wir jetzt durch. Das ist einfach das Tagesgeschäft. Das ist halt unser Job. Bahn für Bahn. Nein, 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 nein. Da wollen wir hin. So, nächste Bahn. Also das Parallelfahrsystem ist echt Gold wert. Ohne das hätte ich ein echtes Problem. Muss ich ganz klar sagen. Was mir gerade einfällt, ich bin auch wieder gefragt worden, ob ich das Spiel empfehlen kann. In den Kommentaren von jemandem, der sehr viel Landwirtschaftssimulator bisher gespielt hat. Und ja, bei solchen Fragen tue ich mich immer sehr schwer. Da konkret Empfehlungen zu geben oder eben auch nicht. Weil, ja, Spiel hat seine Reize. Also mir gefällt es einfach sehr gut. Ich kenne aber auch genug, die sagen, doof, doofes Spiel, mögen sie nicht, gefällt denen nicht. Und das sei denen auch völlig belassen, ihre Meinung. Nicht jeder kann jedes Spiel gut finden. Cattle and Crops hat seine Vorzüge, also es, ich sag mal immer, es geht mehr in die Tiefe als wie jetzt der Landwirtschaftssimulator, oder es kann mehr in die Tiefe gehen, je nachdem wie man es einstellt. Weil ich hier halt die ganzen Bodenbedingungen habe, wo ich im Prinzip nach entscheiden muss, mit was bearbeite ich das Feld, grubber ich es nur, pflüge ich es, gehe ich mit dem tiefen Flug ran. Und auch beim Düngen, ich nehme nicht einfach einen Dünger und baller den drauf,
sondern ich muss halt angucken, wie sind die Bodenwerte, fehlt Natrium, fehlt Kalium, fehlt Phosphat, und muss entsprechend meinen Dünger wählen. Also das sind halt Sachen, die kann ich machen, ich muss es nicht. Ich kann also auch einfach die einfache Variante einstellen, Dünger drauf und gut. Menge, Art, völlig Wurst. Genau, Menge muss ich ja auch noch einstellen, also wie viel Kilo pro Hektar. Oder kann ich halt einstellen müssen, sagen wir es mal so. Das sind halt Sachen, die mich einfach auch ein bisschen reizen, weil das ist für mich auch Neuland, sowas zu machen. Und durchaus ein bisschen der Reiz, das Ganze dann auszuprobieren und zu gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht oder berechnet habe. Ansonsten, vor allem vom Content her, muss man schon sagen, hat der Landwirtschaftssimulator natürlich mehr zu bieten. Er hat ganze Lieferketten oder je nachdem mit Mods entsprechend ganze Lieferketten, wo ich also im Prinzip nicht nur das Getreide anbaue, sondern anschließend auch das Ganze zur Mühle fahre und bei der Mühle verkaufe und anschließend Mehl dort abhole und das zum Bäcker fahre und dort verkaufe und all das Ganze. Also so richtige Lieferketten quasi, quasi vom Feldanbau bis zum fertigen Produkt am Ende, das dann am Supermarkt oder wo verkauft wird. Das sind jetzt Dinge, die findet man hier in Kettle und Crops nicht. Nicht mal als Mod, glaube ich. Oder ziemlich sicher auch nicht mal als Mod. Also hier bin ich wirklich Landwirt. Ich baue meine Sachen an, ich verkaufe das Getreide an Genossenschaft. Und damit ist mein Part in dem Bereich erledigt. Also ich halte mir nicht noch irgendwelche LKW-Flotten oder sowas, wo ich anschließend dann das verarbeitete Getreide bei der Genossenschaft oder so wieder abhole und zur Mühle bringe und zum Bäcker und alles. Dinge, die so ein Spiel je nachdem durchaus interessant machen, aber auch nicht das sind, was jetzt die Landwirte normalerweise machen würden. Und Cattle and Crops ist halt in der Hinsicht ein reines Farming-Spiel, also reines Landwirtschaftsspiel, das halt auch nur die Aufgaben beinhaltet, die jetzt ein Landwirt halt macht. Ist völlig ohne Wertung gemeint, also wie gesagt, Landwirtschaftssimulator hat seinen Reiz und auch durchaus seine Berechtigung und alles. Nur man muss es halt wissen, wenn man Cattle and Crops anfängt, dass es anders ist als der Landwirtschaftssimulator. Was einem mehr Spaß macht, das liegt natürlich bei jedem selber. Mir persönlich macht Cattle and Crops einfach mehr Spaß. Und deswegen ist es immer schwer, da eine Empfehlung auszusprechen. Weil ich weiß nicht, was demjenigen mehr Spaß. Also Landwirtschaftssimulator ist halt ein großes Feld. Und ich weiß halt nicht, wo die Person Wert drauf legt. Ich meine, dafür mache ich ja auch die Videos, dass man halt sieht, was bietet Cattle und Crops. Andere machen Videos vom Landwirtschaftssimulator, da kann man sich angucken, was der so bietet. Und im Prinzip anschließend dann selber entscheiden, was einem mehr liegt. Ist, denke ich, dafür sind ja die Videos auf YouTube eigentlich gedacht, dass man da halt sich das anschauen kann und die Vor- und Nachteile der einzelnen Spiele angucken kann, um dann zu entscheiden, was einem da liegt. Empfehlungen auszugeben ist da immer sehr, sehr schwer. Ist meine Meinung, sagen wir es mal so. Weil jeder hat halt einfach unterschiedliche Wertungen.
Und entsprechend unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ich mag es hier, so über die Felder zu cruisen, Bahn für Bahn zu ziehen, das Ganze später mal zu ernten. Und ja, ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal ein Update kommt. Von MBB hat man wohl schon länger nichts mehr gehört. Also weder wann ein neues Update kommt. Irgendwann gab es nun mal halt. So, und da muss ich hin. Letzte Kommunikation ist jetzt auch schon, ich glaube, die war im April. März oder April war, glaube ich, das letzte Mal, wo die sich geäußert haben. Und da hieß es halt noch, dass sie an einer neuen Map arbeiten, die im Sommer kommen soll. Früh, Mitte, Spätsommer, weiß ich nicht. Kommunikation war noch nie die Stärke von Master Brain Bytes, das weiß ich auch. Also die haben sich immer sehr bedeckt gehalten und von daher heißt das erstmal nichts, wenn man nichts von denen hört. Zumindest heißt es auch, dass noch niemand gehört hat, dass die Firma sich aufgelöst hätte oder so. Also von daher gehe ich davon aus, dass sie noch am Arbeiten sind. Und ich hoffe einfach, dass wir dann tatsächlich bald die neue Map begrüßen können, jetzt im Sommer. Mit der Nicht-Kommunikation ist Master Brain Bytes übrigens nicht alleine. Da stehen zum Beispiel auch ganz andere Größen wie zum Beispiel Rockstar, die GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 rausgebracht haben. So, das ist zu schnell. Die können das genauso. Die schweigen auch alles tot. Die bringen regelmäßig ihre Aktionen raus. Aber was die Zukunft von Red Dead Redemption angeht oder was Bugfixing angeht oder da hört man von denen in der Regel auch nichts. Also von daher befindet sich da MBB in bester Gesellschaft. Ein bisschen schade, weil Kommunikation, finde ich, ist immer schon irgendwo auch wichtig mit der Community. Zumal es zumindest anfangs mal sogar extra einen Community Manager gab. Ich weiß nicht, ob es den noch beim MBB gibt. Und wenn ja, was er tut. Aber ich vermute mal, es gibt ihn wahrscheinlich eher nicht mehr. Weil, wie gesagt, es findet eigentlich quasi keine Kommunikation statt. Ich selber, also im Forum bin ich nicht großartig, ich bin zwar angemeldet, aber nicht aktiv. Ich gucke da eigentlich so gut wie nie rein. Aber im Discord von Kettle und Korps bin ich immer mal wieder am Reingucken. Und die Mitglieder untereinander, die unterhalten sich ein bisschen, aber von MBB selber hört man gar nichts. Ist wie gesagt schade. Weil Kommunikation ist halt wichtig, weil das, klar, sie hatten immer wieder ordentlich Kritik einzustecken. Weil sie halt einfach wirklich überhaupt keine Zeitpläne eingehalten haben. Ich persönlich stand dann schon immer auf dem Standpunkt, lieber verschieben, wenn es einfach zeitlich nicht passt, als ein absolut unspielbares Update rauszubringen. Bugs hatten sie natürlich teilweise trotzdem immer noch,
Aber eigentlich soweit keine, wo man sagen müsste, es wäre absolut unspielbar gewesen. Ja, also wie gesagt, die Kritik war durchaus berechtigt, aber ich weiß nicht, ob das auch mit der Ursache war, dass sie dann jetzt einfach so gar nichts mehr groß von sich geben. Wer keine Termine rausgibt, kann auch nicht gescholten werden, dass er sie nicht einhält. Und klar, die Community will natürlich wissen, wann kommen Updates, wann gibt es das nächste Update? Wann kommt was? Das sind dann halt immer die Fragen, denen man sich aussetzt, wenn man kommuniziert, aber ist ja auch berechtigt. Absolut berechtigt. Dass es anders geht, das sieht man dann immer mal wieder so Highlight-Projekten wie jetzt zum Beispiel Medieval Dynasty, was ich auch hier auf dem Kanal spiele. Ups, halt, 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 halt. Deren Entwickler kommunizieren sehr gut mit der Community. Da sind also viele Ideen und Wünsche von der Community mit in die Entwicklung eingeflossen. Das sind dann natürlich Sachen, die auch Spaß machen. Da bin ich dann auch gerne in der Early Access. Mein Kettle und Krups ist inzwischen raus aus der Early Access. Ich habe es auch nicht bereut, sie mit unterstützt zu haben in der Early Access. Viele schöne Spielstunden gehabt bisher mit dem Spiel und werde es auch weiterhin noch spielen. Und ja, mal gucken, was sich so ergibt, ne? Also müssen jetzt auf jeden Fall mal das zweite, dritte Jahr. Also ich will schon ein bisschen Geld machen, dass wir uns dann auch mal eigene Maschinen kaufen können, größeren Maschinenpark. Größere Felder, dass man mehr mit Helfern arbeitet. Und ich dann mehr Richtung Management halt auch gehe. Aber dazu braucht es halt deutlich mehr als das, was wir momentan haben. Bei unserer Hofgröße gerade. Hoppala. So war das nicht gedacht. So war das nicht gedacht. Bei unserer Hofgröße hier, da muss ich natürlich das meiste selber machen. Wie gesagt, eine Helferin habe ich, die die Tiere versorgt. Einfach, dass wir hier nicht jeden Tag, jeden Ingame-Tag auch als Tag durchleben müssen, um die Tiere zu füttern. Oder jeden zweiten, ich weiß nicht, warum man so füttern muss, jeden zweiten, dritten wahrscheinlich. Das macht, wie gesagt, die Helferin. Und ich kümmere mich jetzt hier um die Feldarbeit. Und ja, denk kann dann im Sommer die Helferin auch mal, aber ja, oder mal gucken, wenn wir das große Maisfeld einsehen, ob sie das dann macht oder ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Vielleicht mieten wir uns auch die große Maschine für die Maissaat. Einen großen Schlepper davor. Mit dem MB-Truck brauche ich da nicht anfangen. Upsala, der ist ja aus. Ich dachte gerade, der Tempomat wäre noch an. So, aber wie ich sehe, ist die Zeit auch wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.